heute werden wir uns mal über die festen Blutbestandteile unterhalten. Lasst euch nicht irritieren von der ganzen Information, die ihr jetzt auf einmal seht. Wir gehen in Ruhe alles durch. Also die festen Bestandteile, das sind die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, die weißen, die Leukozyten und die Blutplättchen hier sind die Thrombozyten. Fangen wir mal hier mit den Erythrozyten an. Das sind Millionen pro Mikroliter, also so im Schnitt bei 4-5 Millionen liegen wir richtig. Wenn man einen Ausdruck vom Labor anschaut, ist der Referenzbereich auch immer angegeben. Die Erythrozyten sind die einzigen Zellen im Körper ohne Zellkern. Da sieht man hier diese Delle. Und die sind für den Sauerstofftransport respektive den Kohlendioxidtransport verantwortlich. So, die Leukozyten gehören zum Immunsystem. Das ist eine große Familie, das sehen wir nachher hier noch. Aber mal Leukozyten an sich. Insgesamt sollten diese 10.500 Stück pro Mikroliter, das wird in so einer Zählkammer ausgezählt, natürlich alles jetzt nicht mehr von Hand. Die sollten diese 10.500 Stück pro Mikroliter nicht überschreiten. Wenn eine Entzündung im Körper ist, dann sind die mal locker bei 20.000. Weiße Blutkörperchen, Leukozyten. Jetzt kommen wir zur Gerinnung. Dafür haben wir die Thrombozyten als ein Bestandteil. Die alleine reichen für die Gerinnung nicht aus. Und hier sind wir in einem Normbereich, der immer pro 1000 Mikroliter angegeben wird. Und wenn wir uns hier, also es sollten nicht zu wenige sein, nicht unter 140.000 pro Mikroliter, dann klappt die Gerinnung nicht mehr so gut. Und wenn es mehr sind als diese 345.000 pro Mikroliter, dann ist die Gerinnung zu gut, dann kommt es zu Blutgerinnseln. Und in dem Zusammenhang springe ich gleich mal hier zum Hämatokrit in Prozent. Also diese ganzen Blutbestandteile, die schwimmen im Blutplasma. Und das ist klar, wenn jetzt deutlich mehr als die Hälfte vom Blut feste Bestandteile sind, dann gibt es auch wieder Thromben und das Blut verklebt. Also wir sind jetzt hier also maximal 52% des Blutes darf aus festen Bestandteilen bestehen, weil sonst gibt es die Thromben. So, dann kriegt man beim kleinen Blutbild immer noch mal zwei andere Informationen, den HB-Wert und den Eisenwert. So, Hämoglobin, das Referenzbereich 12 bis 17 Gramm pro Deziliter. Ich merke mir immer so die 14, das darf bei Frauen mehr Richtung 12 gehen, wobei 14 besser ist. Wegen der Regelblutung setzt man nicht so einen hohen Wert an wie bei Männern, die hier mehr im 17er Bereich sein sollten, die ja keine Regelblutung haben. Also dieses Hämoglobin, das wird gebraucht, das wird hier mittendrin eingebaut in dem Erythrozyten. Und wenn ich ein Hämoglobin bauen will, wir sind jetzt so ein bisschen hier beim Lego, Prinzip, da brauche ich auch noch das Eisen und hier ist wieder der Normwert Mikrogramm pro Liter 8 bis 16. Also ich brauche das Eisen, mit dem Eisen baue ich das Hämoglobin und das Hämoglobin baue ich dann in den Erythrozyten ein, den wir hier sehen und dann klappt es auch mit dem Sauerstofftransport. So, jetzt haben wir mal diese ganzen biologischen Größen des Blutbildes abgearbeitet. Ich habe euch die festen Bestandteile vorgestellt und jetzt gehen wir mal hier rüber und gucken uns an, wo kommen die jetzt her. Und wir sind hier im Knochenmark, die multipotente Stammzelle. Hämatopoetisch, es weist auf die Blutbildung hin und die sitzt jetzt im Knochenmark. Und die kann sich jetzt entscheiden, was sie werden will. Aus dieser Stammzelle kann ich einen Erythrozyten machen, die sehen wir hier. Oder ich kann hier diese Thrombozyten machen. Oder diese große Familie, also alles, was hier rechts ist, da komme ich noch drauf zu sprechen, das sind die weißen Blutkörperchen.
So, und dann, wenn mal hier diese multipotente Stammzelle sich entschieden hat, ob sie eine myeloische Vorläuferzelle werden möchte oder eine lymphatische, dann ist schon der Weg ein wenig vorgebahnt. Wir bleiben hier auf dieser myeloischen Seite. Jetzt kann diese Vorläuferzelle sich entscheiden, werde ich ein Megakaryozyt und zerfalle in lauter Stückchen. Dann haben wir hier diese Thrombozyten, das sind keine Zellen mehr, das sind Fragmente von dieser großen Zelle hier. Oder ich kann sagen, ich werde jetzt zum Erythrozyten. Ich kann sagen, ich werde zur Mastzelle. Die wird euch begegnen im Zusammenhang mit allergischen Reaktionen. Da ist nämlich das Histamin drin und bei der Allergie wird das Histamin freigesetzt. Und dann kommt es zum Beispiel zur Rötung der Haut. Oder die myeloische Zelle sagt, okay, ich werde jetzt zum Myeloblasten und dann kommen wir zu den basophilen Leukozyten, den Neutrophilen oder den Eosinophilen oder am Ende zu den Makrophagen. Mal zu erkennen hier auch an diesen Zellkernen, die so abenteuerliche Formen annehmen und zum Beispiel jetzt hier diese Eosinophilen sind im Blut messbar und erhöht bei Allergie. Die Makrophagen sind unsere Fresszellen. Also die räumen alle abgestorbenen Zellen ab, Krebszellen, Bakterien, Viren, alles, was so im Körper anfällt, was weg muss, das fressen die Makrophagen auf. Und jetzt gehen wir mal auf die lymphatische Seite. Da haben wir die Killerzellen, also bevor die Makrophagen was fressen, ist es immer ganz geschickt, wenn die Zellen sich nicht mehr wehren und durch die Killerzellen schon mal unschädlich gemacht werden. Wenn wir hier auf diese Lymphozyten kommen, B für Bone Marrow, T für Thymus, die reifen im Thymus aus, der liegt hinterm Sternum. Das sind übrigens die Zellen, die gerne von HI-Viren befallen werden, die T-Lymphozyten, die werden dann auch, wenn die Krankheit aufflammt, weniger, werden regelmäßig kontrolliert bei AIDS-Patienten. Und jetzt die Bone Marrow, die B-Lymphozyten, die können sich weiterentwickeln zur Plasmazelle und Plasmazellen haben die Aufgabe, Antikörper herzustellen. Also jetzt sind wir ja bei Corona. Wenn das Coronavirus uns befällt, dann ist das das Antigen und die Plasmazelle macht jetzt Antikörper. Das dauert eine Weile und macht diese Antigene unschädlich. Und wenn die dann unschädlich gemacht wurden, dann kommt wieder der Makrophage und frisst das alles auf. Ja, also das war mal die Geschichte, wo diese Blutzellen Erythrozyten, Leukozyten, Thrombozyten. Ihr könnt euch auch gerne einen Screenshot machen hier von diesen Normbereichen. Und in den Lehrbüchern findet man ähnliche Abbildungen wie hier die rechte mit der Entwicklung der Blutzellen. Ja, ich freue mich, dass ihr da mitgemacht habt. Hoffe, es hat euch weitergeholfen und bis zum nächsten Video. So, ihr Lieben, und wenn euch meine kurze Zusammenfassung gefallen hat, dann freue ich mich über Daumen hoch und hier gibt es auch gleich noch den Abonnieren-Button. Im Moment ist ja Vorbereitung auf diverse Prüfungen angesagt und bitte schreibt mir doch in die Kommentare, welche Informationen ihr noch gebrauchen könnt und dann denke ich mir ein paar neue Videos aus, um euch weiterzuhelfen. Bis dann, ciao, ciao, eure Claudia Bignon.